Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City Stories. Ja, beim letzten Mal haben wir zwei Missionen gemacht, und zwar bei dem guten alten Umberto Rubina. Das war eigentlich ganz witzig und soweit ich das gesehen habe, haben wir jetzt auch alle Missionen bei ihm abgeschlossen. Heißt, wir müssen uns jetzt einen neuen Auftraggeber suchen und ich würde auch sagen, wir machen in dieser Folge auch weiter mit den Hauptmissionen, weil sonst bleibt uns eh nichts anderes übrig. Ich meine, wir haben soweit eigentlich alle Nebenmissionen abgeschlossen, die wir machen können zum jetzigen Zeitpunkt, ohne dass wir die andere Insel freigespielt haben. Kann sein, dass man die eine oder andere Kleinigkeit noch machen kann, aber wenn, dann halt nicht vollständig, weil man da teilweise auch noch zur rechten Insel rüber muss. Und ich mache sowas ja dann gerne immer komplett, zum Beispiel Straßenrennen und sowas, mache ich dann lieber in einem Part dann komplett und mache das nicht so in einzelnen Häppchen. Und ja, da wir jetzt gerade nur Luis auf der Karte haben, wie ich das hier sehe, ist das ja eigentlich ganz leicht. Das Ganze. Und, Moment mal. Eine Sache wollte ich dann doch nochmal gemacht haben. Hier ist nämlich ein Betrieb von uns, der ein bisschen angeknackst ist. Ihr seht das schon hier, das Gebäudezeichen auf dem, auf der Minimap. Ist schon ein bisschen angeknackst, das gute Stück hier. Und deswegen müssen wir das mal ein bisschen reparieren. Das sollte ja auch nicht allzu teuer sein. Außerdem haben wir die Kohle, ja. Also, seitdem wir unsere Einkünfte jeden Tag bekommen, haben wir überhaupt keine Geldprobleme mehr. Also, in Geldsorgen, da haben wir uns schon lange von verabschiedet. Das spielt hier überhaupt keine Rolle mehr, das Geld. Und das ist mega entspannt. Früher hatten wir da echt voll die Geldprobleme, mittlerweile gar nicht mehr. Das ist voll entspannt. Und dann gucken wir doch mal, was Luis so für uns auf Lager hat, so missionstechnisch. Bisher waren die Missionen bei ihr ja auch immer sehr unterhaltsam. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Hey Luis, it's me. Vic, thank God you're here. I just heard your cat house is going up in flames. Are the girls okay? Did Marty's inbred family do this? I'll be right down. Did you call the fire department? Don't worry. I know where we can get a fire truck. Ja, na. Ja, hol den Feuerwehrwagen. Anstatt die Feuerwehr zu rufen, machen wir es einfach selbst. Der ist auch viel besser. Ja, würde ich jedem empfehlen von euch. Wenn ihr mal wenn in eurem Haus oder so mal ein Brand, ja, entfacht wird, dann holt euch einfach selber einen Feuerwehrwagen und löscht das einfach selbst. Warum denn die Feuerwehr rufen? Wer braucht denn sowas? Jetzt mal schnell. Hallo, Feuerwehr, wir leihen uns das Ding immer kurz aus, ne? Der Puff fackelt nämlich ab und das geht nämlich gar nicht. Lösche das Feuer, bevor alle Girls sterben. Okay, ich werde mich beeilen. Aber die Sirene mache ich trotzdem aus, das brauche ich nicht wirklich. So, der Puff fackelt ab, ich muss löschen. Schnell, die Mädels sterben sonst alle. Treffe ich überhaupt? Sieht nicht so aus. Hallo? Okay, das sieht nicht gut aus. Also, es kommt jedenfalls ein Löschsymbol. Mädels? Falls es euch tröstet, ich komme zu eurer Beerdigung. Wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte. Sollte aber klappen, oder? Komm, es ist mega knapp, aber... Hallo? Ich hab's geschafft. That's Marty's cousin. He did it, Vic. Get him. Bastard's got six toes. Hey, you! Hey, you! Erledige den Brandstifter. Okay, ich mach dich alle, Junge. Ich mach dich kaputt, Junge. Mach dich kaputt, Junge. Was? Ja gut, das war sehr schwer. Also die Mission war ja mal richtig hart. Puh, ich kann nicht mehr. Oh, Leute, das war's mit dieser Folge. Nein, natürlich nicht. Du hast eine Freundin, wie ich höre. Gib nicht dein ganzes Geld für sie aus. Die Familie braucht dich. Ja, ob wir es jetzt ausgeben oder nicht, spielt gar keine Rolle, denn wir kriegen eh bald wieder Kohle. Also, wir haben keine Geldsorgen mehr, wie gesagt. Es spielt keine Rolle. So. Jetzt überlegt mal, wir hätten die Betriebe auf der rechten Insel jetzt auch noch. Wie viel? Und wir haben ja vor allem
nicht mal die beste Betriebsart, weil, so wie ich das gesehen habe, ist ja Raub die beste Betriebsart eigentlich, von dem Geld her, was man bekommt. Und das können wir halt noch nicht machen. Aber das können wir später machen. Wenn wir das später machen, dann kriegen wir noch mehr Geld als je zuvor. Also keine Ahnung, wo wir da irgendwo, was wir da noch machen sollen mit dem Geld irgendwann. Kann ja sein, dass man das im Laufe der Story auch noch alles braucht. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Ls auf der Karte. Ja gut, eine LW und eine L. Das L ist wahrscheinlich Lance, Vance, Dance. Aber zu dem möchte ich jetzt eigentlich nicht. Weil wir haben bei Luis angefangen und da Luis noch mehr Missionen für uns hat, fahren wir jetzt nochmal zu Luis. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt speichern sollte, aber bei der Mission eigentlich eher nicht. Ich meine, das war mega knapp, also es hätte auch failen können. Ich habe mega schlecht gelöscht. Das muss man dazu jetzt auch mal sagen. Das ist ein bisschen lucky. Also das geht besser. Aber es hat ja geklappt. Ich habe das doch mit Absicht gemacht, Leute. Ich wollte es so ein bisschen spannender werden lassen. Ist doch klar. Ihr kennt mich doch. Naja. Nächste Mission. Bei Luis. Vic, Welfare said I was a bad mother. Their man said he was gonna take Mary Beth off me unless I put out for him. But I'll show him. I've got a couple of guys to take care of him. What? Killing him is gonna make things worse. When's this happening? Well, kinda right now. Did I do wrong? How was I to know better? Halte die Schläger davon ab, den Sozialbeamten zu erledigen. Naja, gut. Ja. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee von dir, Luis. Ich meine, klar, wenn du ihn umlegst, dann sind die Sorgen vielleicht kurzzeitig weg, aber es gibt ja nicht nur einen Sozialbeamten. Dann kommt halt der nächste. Das war nicht so clever. Jetzt müssen wir den Sozialbeamten beschützen. Auch wenn sie vielleicht dann ihr Kind verlieren wird. Oh mein Gott, da sind die Übeltäter. Das riecht nach einem Drive-By-Shooting. So, erstmal muss ich die Verbindung kappen. Oh, das ist perfekt. Jo, fang an zu burnen. Oh, 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 weg. Rückwärtsgang einlegen. Überfahren, zack. Warne den Sozialbeamten. Jetzt müssen wir den noch warnen. Okay. Das ist jetzt der Sozial... Wie warne? Das ist doch... Der hat doch einen roten Pfeil. Das ist doch ein Feind. Oder nicht? Call that in your report. Leave Louise Williams alone, pal. Or you and I are gonna become close friends. Ach, jetzt ist das der Sozialbeamte und er ist jetzt quasi... Er hat jetzt einen roten Pfeil. Eben hat er noch einen blauen. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen... Ein bisschen einschüchtern, den guten Mann. Okay. Also ich darf ihn jetzt auch nicht umlegen, ne? So ist es ja jetzt nicht, ne? Weil sonst hätten wir ihn ja einfach sterben lassen können. Wir haben ihn gerade gerettet, also dürfen wir ihn jetzt nicht umbringen. Ich ramme ihn einfach ein bisschen weiter. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ich glaube... Ey, dein Au... So, hast du es jetzt langsam mal? She's white trash anyway! Oh, das war's? What? Hä? Was sind das für Missionen heute? Luis. Vic. Ich wollte mich nur bedanken. Meld dich mal. Achso, meld dich mal. Ja. Klar. Melden wir uns irgendwann mal. So. Und jetzt haben wir keine Missionen mehr bei ihr. Okay, Leute, wir haben zwei Missionen abgeschlossen und wir sind bei 9 Minuten in der Aufnahme. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Und nicht mal ein Fail mit drin. Gut, die Missionen waren jetzt auch mega easy, das muss man jetzt auch mal sagen. Also, ja, das muss man jetzt auch mal sagen. Die Missionen waren... echt... nicht gerade schwer. Aber das muss man auch mal haben, ne? Das ist ja auch schön. Ich meine, ich hatte da mal was gelesen, was ich jetzt gerne mal machen würde. Wir haben ja irgendwo so ein Prostitutionsgeschäft, also Unternehmen. So ein Puff halt. Das ist wahrscheinlich sogar der, der da abgefackelt ist. Oder fast abgefackelt ist, weil ich nicht so gut gelöscht habe. Entschuldigung, ich bin ja kein Feuerwehrmann.
Man kann halt nicht alles können. Man kann nicht alles können, deswegen müsst ihr mir das verzeihen, dass ich nicht so gut löschen kann. So. Ich meine mal gehört zu haben, dass wir jetzt den auch ein Prostitutionsgeschäft ausbauen können. Und da wir das für 100% auch benötigen, würde ich das gerne jetzt mal machen. Oben-Taste drücken. So, Prostitution. Ja, jetzt können wir auch einen Großkonzern errichten. Und das machen wir jetzt auch mal. Und jetzt ist die Angeberkleidung auch im Versteck verfügbar. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich habe jetzt in der Folge nicht mehr großartig viel für Leute, weil zwei Missionen reichen mir eigentlich so gesehen. Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass das so schnell gehen würde. Aber wir fahren jetzt noch einmal um den Block. Lassen uns verhaften. Nein, eigentlich wollte ich das nicht. Aber vielleicht passiert es jetzt trotzdem. Ich hoffe nicht. Hallo? Nee. Wir fahren jetzt einmal kurz um den Block. So, dass es repariert ist oder halt ausgebaut ist. Dann gucken wir uns das einmal an. Und dann fahren wir noch ins Versteck und gucken uns mal an, wie diese Angeberkleidung ausschaut. Die Prostitutionsmission hatten wir ja gemacht, ne? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ich meine, die hatten wir gemacht. Ja klar, mit den Mädels beschützen und so. Ja, das haben wir gemacht. Alles gut. Das haben wir bereits gemacht. So, ist das Gebäude fertig? Oder braucht ihr noch ein bisschen? Oh, wo war das denn jetzt eigentlich? Einfach weiter der Straße folgen, es wird gleich kommen. Irgendwo, da. Oder? Das hier? Ja, das wurde hier wieder ganz schnell gemacht hier mit Amazon Prime und so. Ging das ganz schnell hier. Wurde alles geliefert hier, die ganzen Baumaterialien und dann war es fertig. Also so schnell kann das gehen, Leute. Gehen wir mal rein. Ich meine, großartig anders wird es jetzt nicht aussehen, oder? Ich meine, gut, es ist... Wobei, doch, eine noble Treppe hier und, so ein Empfangstresen ist hier auch. Und was haben wir noch? Was bist du hier? Du rauchst... Oder du küsst deine Hand oder was machst du da? Ich weiß nicht, also, ja. Eine schöne Bar haben wir hier auch noch. Aber wir haben doch bereits die Prostitutionsmission gemacht, oder nicht? Also, das haben wir doch mal gemacht. Oh, Hallöchen. Das ist ja... Was ist das für ein Licht? Mhm. Ja, das sieht schon schick hier aus. Großes Bett. Müssen wir eigentlich jetzt drei Betten haben, ne? So gesehen. Hier ist noch eine. Hallo? Na, alles fit? Ach, das Speichersymbol hat hier durchgeleuchtet. Okay, gut, das war das. Aber nur ein Bett? Zwei Betten? Ich hätte gedacht, das wären jetzt drei, weil eigentlich bei einem mittleren Betrieb sind das immer zwei Betten. Weil zuvor hatten wir ja, glaube ich, den mittleren. Nö, zwei Betten. Und du bist hier so ein Missionstyp. Bei dem anderen kann ich auch eine Mission annehmen, aber es sind ja die gleichen. Aber haben wir ja, glaube ich, schon gemacht. Ja, klar haben wir das gemacht. Ja, gut. Zwei Betten, sieht ganz nett hier aus. Würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Angeberkleidung an. Was ist denn das? Wahrscheinlich irgend so eine Zuhälterkleidung, oder? Was soll das sonst sein? Aber können wir uns ja mal anschauen, das Ganze. Das ist ja... Muss man sich ja auch mal anschauen, wenn man sowas bekommt, ne? So. Ich hoffe, euch reicht das für die heutige Folge, weil wir haben zwei Missionen geschafft. Das ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Es waren zwei Missionen. Normalerweise brauche ich länger für diese zwei Missionen. Also für zwei Missionen allgemein, aber das war jetzt wirklich... erstmal waren die nicht schwer und dann waren sie auch noch mega kurz. Na, Zahltag. Irgendwas mit 23.000 kriegen wir, ne? 24.000 sogar. Ach stimmt, wir haben ja jetzt noch ein Großkonzern mehr ausgebaut. Vorher waren das 23.000, jetzt mit dem Puff da auf Maximum kriegen wir natürlich auch noch mehr Geld. Jetzt haben wir sogar 24.000, alle 24 Stunden. Das ist doch nett. So, guten Tag, Herr Flamingo. Und dann gucken wir uns doch mal diese Angeberkleidung nochmal an. Wie sieht die denn aus? Schläger? Schlägerkleidung? Hä? Wo haben wir die denn her?
Inkassomann? Freizeitkleidung? Angeberkleidung? Ulala. Sexy. Sollen wir das einfach mal tragen? So, ich meine, man muss es auch mal anziehen, was man hier bekommt. Kubanisch. Schläger. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die ganzen Klamotten her haben. So ganz seriös hier, von wegen hier Firmenboss und so. CEO. Aber nee. Wir machen mal den Angeber hier. Ja, so machen wir das jetzt einfach mal. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber wir haben es bekommen und ich würde es jetzt auch gerne mal ein bisschen tragen. Ne? Machen wir jetzt einfach mal so. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng.